Hi, Samuel Pierce hier und ich begrüße euch zu meinem ersten Commentary und zu einem weiteren Let's Play Battlefield Bay for Free. In diesem Video werde ich euch kurz informieren über meinen Kanal und am Schluss noch mehr über das im Hintergrund sehende Gameplay eingehen. So, zu den Infos zu meinem Kanal. Ich bin 17 Jahre alt, bin sehr unerfahren jetzt mit YouTube-Videos, habe bereits aber 5 Videos auf meinem Kanal hochgeladen. Unter anderem Battlefield 4 Gameplays und Battlefield Play for Free. Unter anderem mit der F2000 und der MP5, wie manche vielleicht von euch schon gesehen haben. Ja, gerade noch zu den Videos, wenn ihr Tipps habt, welche Waffe ihr spielen wollt, oder gerade bei diesem Video mit meinem ersten Commentary, schreibt es unter die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder vielleicht einen Daumen, würde mich sehr freuen. Wenn das Video, ja, erste 10 Klicks hat, wird mich sehr positiv überraschen oder vielleicht dann auch wie mein erstes Video ohne Kommentar, vielleicht um die rund 120. Ein Abo würde mich auch sehr freuen. Ich sage jetzt schon mal danke im Voraus fürs Zuschauen und jetzt gehe ich näher auf das Gameplay, das ihr im Hintergrund seht, ein. Das Gameplay ist mit der AN-94 Abakan, das ist ein Sturmgewehr, das es bei Assault gibt, auf der Karte Oman. Wie ihr seht, bin ich gerade hinten rum mit dem Heli gelandet und dann auf dem Berg hoch, wo ich jetzt dann die Leute, die von, meistens für eine Flagge, ja, jetzt hat mich hier der Sniper erwischt, genau. Ja, die AN-94 Abakan spiele ich wie folgt mit dem M145 Sight, das ich sehr gut auf der Waffe finde, damit ihr doch recht gut auf Range gehen kann, dass ihr hier auch im Hintergrund ein paar sehr gute Range Kills seht. Vorne am Lauf habe ich den Präzisionslauf. Die Viper Max, die die Kugeln im Magazin nochmal um 6 erhöhen und den Schaden um 3 erhöhen. Ist bei der Waffe sehr gut, da 2 Schuss und die Leute sind weg. Wie ihr hier jetzt genau sehen könnt, Range Kill auf dem Hochhaus hat es leider nicht gezählt, weil es immer noch verbuggt ist, da der Sniper noch auf der Leiter stand. Genau, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Als Schaft habe ich den taktischen Schaft benutzt, da nicht so wie der Nemesis schafft, den Schaden um minus 1 verringert, sondern gleich bleibt und hat fast dieselbe Funktion. Ja, genau. Ich werde mich jetzt verabschieden, hoffe euch das Video hat es gefallen. Wie gesagt, lasst mir vielleicht ein Abo da oder gebt euch einen Daumen nach oben. Anregungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, euer Simon LP. I got a look at an enemy sniper. Over. Over. Position cleared and under control. Identified.
control. Cleared and under control.